Im Krieg in der Ukraine sind auch viele deutsche Waffen im Einsatz, darunter auch die Panzerhaubitze 2000. Die ist das Standard-Artilleriesystem der deutschen Bundeswehr und hat ein Kaliber von 155 mm. Das bedeutet, die Geschosse, die sie abfeuert, sind in der Regel 15,5 cm im Durchmesser. Sie kann mehr als 50 km weit schießen. Das ist ein bisschen abhängig davon, welche Munition genau genutzt wird. Außerdem hat sie mehr als 1000 PS Power, was dafür sorgt, dass sie bis zu 60 km/h schnell fahren kann. Bislang hat Deutschland 14 Panzerhaubitzen in die Ukraine geliefert. Ihre Einsatzorte bleiben Geheimsache. So groß ist die Gefahr, dass sie das Ziel von Beschuss werden könnte.